Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gay to the Games zu unserem Pokémon TCG Opening zum aktuellen und auch letzten Sonne und Mond Set Pokémon Sonne und Mond Welten im Wandel. Ich habe hier die zweite Hälfte unseres Displays und ich weiß nicht so genau. Ach kommt, wir gehen. Es ist Sonne und Mond, es gab Lunala und Solgaleo als Legendäre. Wir nehmen einfach mal Lunala und Solgaleo als Glückspack. Hoffen, dass wir vielleicht was Gutes draus ziehen und gucken mal, was wir jetzt Schönes ziehen in den Packs. Da haben wir schon ordentlich was gezogen. Also mit Full Art, Tag Team GX, diese coolen Trainerkarten zusammen mit ihren Signature-Pokémon, Tag Team und normale GX. Und ich hoffe, wir ziehen noch was richtig Geiles. Und wie immer, wenn ihr Kritik, Anregungen etc. habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich habe schon gesagt, wenn ihr Pokémon Schwert und Schild Videos wollt, dann guckt bitte in die Videobeschreibung, da ist mein Kanal verlinkt. Da gibt es dann ab diesem Wochenende sehr, sehr viele Videos zu Schwert und Schild mit einem kompletten Nuzlocke Playthrough. Und wenn Pokémon Schwert und Schild droppt als TCG, also wenn das Release von Pokémon Schwert und Schild TCG ist, wird es ebenfalls zu Pokémon, ich mache mal nebenbei schon auf, wie der liebe Thomas schon macht, Grüße gehen raus an der Stelle, auf diesem Kanal Karten-Spoiler-Videos geben. Das heißt, im Großen und Ganzen, ich gucke mir die japanischen Karten an und suche raus, welche neuen GX, Pokémon oder Pokémon V wird es dann geben. Es gibt, welche coolen Pokémon allgemein drin sind in den Decks, welche coolen Trainerkarten es gibt. Und wir gucken mal zusammen dann das neue Set durch. Und gucken einfach, was ich davon anbieten würde zu spielen eventuell und was davon vielleicht nicht so cool wäre. Und ich weiß es, Asche auf mein Haupt, ich schulde euch noch verschiedene Deckbau-Videos und Pimp My Themen-Deck-Videos, die kommen alle noch. Ich habe momentan so viel um die Ohren mit den ganzen Schwert- und Schild-Release. Deswegen seht es bitte nach, dass es gerade nicht kommt, aber es kommt noch. Ich habe es nicht vergessen, ich denke an euch Leute, keine Angst. Es kommt auf jeden Fall noch die nächsten Wochen. Ich habe nächste Woche auch noch Urlaub. Von daher, wenn ich da Zeit habe, setze ich mich dann an die Pimp My Themen-Deck-Videos. Und ich habe das doch auf dem Schirm, keine Angst. Und es wird auch, sobald Schwert und Schild rauskommt, Entschuldigung, eine große Videoreihe geben mit den Pokémon-Karten. Also was gibt es für spezielle Pokémon-Karten, Pokémon EX, Pokémon GX, Pokémon V. Wie verhalten die sich, was machen die nicht. Und es wird auch einen Anfänger-Guide geben, wie fange ich an, Pokémon TCG zu spielen, zu sammeln, etc. pp. Also da ist schon einiges in Planung. So, 2 Minuten geredet, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit Scaraborn, Ehrenpolder Scaraborn, ich liebe ihn, ich liebe ihn einfach. Aranestro, Iotesto, Sneeble, Seemops, Alola Mauzi, Trasla, Quartermug, einem Reverse Flitiamo und einem Fione im ersten Pokémon Booster Pack als normale Rare. So. Genug der Infos, also ihr seht, wenn Schwert und Schild droppt, ist viel Arbeit für uns. Und wir sind kurz vor den 30.000. Es fehlen noch, laut meiner Anzeige, ungefähr 1.100 Abonnenten. Also wenn die 30.000 dieses Jahr noch voll werden, dann wäre es echt richtig, richtig nice von euch. So, Duflo, Flöte, Sengo, Onyx, Waylmore, Mebrana, Zirpurze, Griffel, Einverse Flamara mit einem mega geilen Artwork. Oh, sieht das gut. Ich glaube, das ist mit das beste Flamara-Artwork, was ich bis jetzt gesehen habe. Richtig, richtig geil. Und einem Bisbark als normale, nee, als Holo. Nicht als normale Rare, als Holo Rare. Richtig cool. Also das Flamara-Artwork ist echt mega sick. Das ist richtig cool. Ich habe es schon im letzten Video gesagt, eben weil gerade dieses Schwert und Schild Release so reindroppt bei mir auf dem Kanal, wird es jetzt erstmal bloß das Display und die Trainerbox geben und wir machen dann, wenn ich die Videos bei mir größtenteils durch habe, mache ich dann mit der Openingswarte, also Battle Arena Decks, normale Themen Decks, Trainer Kit und Blister, also da kommt noch einiges auf euch zu an Welten im Mantel Release Sachen. So, Midiras, von daher seht ihr bitte nach, dass es gerade nicht so zeitnah droppen kann. Rotom, Typ 0, Picolente, Iguana, Cosmog, Schneckmark, Waylmore. Oh, sehr, sehr cool. Mimikma zusammen mit ihrer Trainerin. Ich habe keine Ahnung. Fällt gerade der Name echt nicht ein, ne? Sorry. Mimikma mit Trainerin und ein normales Xatu als Rare. Aber ich habe gesagt, ich würde die auch gerne aufheben und von daher kommen sie mit in unsere Folie zu unseren coolen Karten. So. Fällt gerade echt der Name nicht ein, ne? Das ist schlimm.
Weiter geht es mit Kirlia, Cesorio, Kurtel, Bautz, Paragoni, Magnetilo, Yorklef, Knackleon, einem Reverse Cravell und einem Ursaring als normale Rare. Aber diese Artworks mit den Trainern gefallen mir echt gut. Das haben sie richtig geil gemacht. So, weiter geht's mit Voluminas, Fluffeloff, Pyroleo, Araqua, Iguana, Carnivana, Floink, Togedemaru, ein Reverse Lilip und einem Walreiser als normale Rare. Psst, ey, GX, ihr könnt ruhig wieder auftauchen. Das wäre schön. Es gibt noch einige coole da drin, die man vielleicht haben wollen könnte. Mal gucken. So. Cosmovum, Turner, Zerpeise, Cosmog, Rotomorph, Flauschling, Zirpurze, Flicknoil, ein Reverse Marshadow und eine Ultra Necrozma als Holo. Haben echt verdammt viele Holos diesmal im Display, ist mir so aufgefallen. Also wenn ich im letzten Displays vielleicht insgesamt so 3-4 Holos hatte, wenn überhaupt, sind diesmal echt verdammt viele drin. So, weiter geht's mit Cynthia und Cattleya. Die Full-Out-Trainer-Karte wäre natürlich auch mega gut. Verkokel, Senko, Myrapla, Geronimatz, Plinfa, Luda Vulpix, Wuffels, einem Reverse Flötte und einem Smogmog als normale Rare. Leute, da kommen gerade keine GX mehr, was ist denn los? Es gibt so viele in dem Set, wenn jetzt keine mehr kommen. Ich dreh durch. So, weiter geht's mit Pandagro. Pandagro, hallo, Kamera. Ah, Kamera ist echt noch ein bisschen, die ist echt sehr fokussiert auf meine Arceus-Karte. Pandagro, Galoppa, Vibrava, Bautz, Paragoni, Alola Slimer, Magnetilo, Evoli, eine Reverse Erika und ein Costurso als normale Rare. So, nächstes Pack starten wir mit Kirlia. Die Rollerskaterin, Pipi, Griffel, Onyx, Floink, Alola Sandan, Schnäppke, einem Reverse Sneeble und einem Firnantor als normale Rare. Also richtig coole Eis-Pokémon hier drin. Mein Deck ist kaputt. Kann ich bitte umtauschen, wenn ich es aufgemacht habe? Danke. So, ja, mein Deck, mein Display ist kaputt. Bestien Need. Das muss ich echt mal durchlesen. Der Tag um den Chance mehr zu meiner Anzahl der angenommen. Das ist gerade. Das ist also bis zu 50 Schadenspunkte mehr, das ist doch auch nicht schlecht. Lilip, Blitzer, Punita, Sonnenkern, Cosmog, Inton, Knackleon, ein Reverse Lumpy und eine Alola Snowbillycat GX als Rainbow. Alter, richtig cool. So, Alola Snowbillycat GX als Rainbow Rare vom Typ Unicht mit 200 KP. Mit der Fähigkeit selbstgefälliges Lächeln, verhindere alle Effekte von Attacken einzelne Schaden, die diesem Pokémon durch Tag Team Pokémon und Ultrabestien deines Gegners sowie durch Pokémon deines Gegners, an das mindestens eine Spezialenergie angelegt ist, zugefügt werden. Klauenschlitze 120 Schaden, zweimal farblos, einmal Unlicht und lauernde Kralle
oder Kralen GX, ebenfalls zweimal farblos, einmal unnicht. Dieser Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners 25 Schadenspunkte zu. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche und Resistenz und oder alle anderen Effekte auf jedem Pokémon nicht verändert. Okay, wir haben den Rainbow gezogen. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn... Na gut, Alolas Nobilikarten ist doch schon ziemlich cool. War doch schon in Gen 7 eins meiner Pokémon, die ich öfters gerne mal gespielt habe. Weil es einfach ein bisschen nervig gewesen ist, dagegen zu spielen teilweise. Aber cooles Pokémon. Cooles Pokémon. Und wir haben eine neue GX. Sogar Rainbow. Obwohl ich sagen muss, jetzt so als Resümee aus Generation 7, mir gefallen die Rainbow-Karten gar nicht mal so sehr. Ich fand normale Full-Art-Karten in Gen 7 weitaus schöner. Von daher, lieber Full-Art als Rainbow. Zerpeise, Moruda, Inselwanderschaftsabzeichen, Myrapla, Trassler, Sankabu, Seemops, Waumboll, oh, Stalobor und Turner zusammen. Oh, das sehen einfach so gut aus, die Karten. Was ist denn da los? Und ein Edesard als normale Rare. Aber ich finde das echt mit den Trainer- und Pokémon-Karten ziemlich cool fürs letzte Set. Ich kippe meinen Stapel um. Genau, das hat irgendwas. Also ich finde das extrem cool gemacht. Von daher würde ich die auch gerne sammeln. Dann sammle ich die auch. Denn die gefallen mir sehr, sehr gut. So, es geht weiter mit Enteron, Willy, Mimikma, Mebrana, Miniras, Sesokids, Golbit, Araqua, einem Reverse Onix und einem Golgantis als normale Rare. So, Mika, Terribark, Tangulos, Nasgnet, Leufeo, Flabébé, Seemops, Natu, Enteron als Reverse und ein Mekago als normale Rare. Vor allem davon stampfen. Das ist eine Schnecke. Wie kann die stampfen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Erklärt's mir. Weiter geht's mit Togedemaru, Absol, Famara, sieht so gut aus, Lampi, Cosmog, Pampam, Rotomorph, Tangela, Myrapla als Reverse und einem Kyogre GX. Das wohl sinnloseste Pokémon aus ganz Alola bekommt eine GX-Pokémon. Das ist okay. So, Kyogre GX vom Typ Psycho mit 170 KP mit der Fähigkeit Tributanz. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, wenn mindestens 100 Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde, kannst du 3 Karten ziehen. Du kannst die Fähigkeit Tributanz nur einmal pro Zug einsetzen. Rasierflügel mit 80 Schaden, einmal Psycho, zweimal farblos. Behaken GX mit 100 Schaden, ebenfalls einmal Psycho, zwar farblos. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Das ist wiederum die GX, die ich mir am wenigsten gewünscht hätte. Weil die einfach... Ich mag Kyogre einfach nicht. Tut mir leid, Leute. Wenn ich jetzt eure Welt zerstöre, aber Kyogre ist einfach so nutzlos. Also falls ich nicht im TCG, die Fähigkeit ist echt ganz nützlich. Aber als normales Pokémon ist Kyogre einfach so nutzlos. Sorry, aber das ist... So. Es geht weiter mit Zwirklob, Ignivor, Flötte, Zwirlicht, Schallquapp, Plinfa, Cosmog, Ponita, Golbit als Reverse und Lantern als normale Rare. Die sieht auch echt gut aus. So, die letzten 3 Packs. Haben wir noch mal Glück? Ziehen wir noch mal was Schönes? Bitte?
Es geht weiter mit Moruda, Öde des Chaos, Tropius, Miniras, Bautz, Algit, Pikachu, Teddiosa, Arboretos Altsurus und ein Grodon als normale Rare. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Vorletztes Pack vom Glückspack. Wir starten mit Arboretos, Cosmovum, Flunkiefer, Flicknoll, Picolente, Flauschling, Alola Slimer, Schneckmack, einem Reverse Togedemaru und einem Pokémon Tag Team. Geil! Mit Mega Schlappohr und Pummeluff GX vom Typ farblos, beziehungsweise normal halt, mit 42 KP. Und wir haben die Attacke Ballonsprung mit 60 Schaden plus 3 mal farblose Energie. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der Pokémon GX und Pokémon EX auf dem deines Gegners plus zu. Also wenn ihr viele GX spielt, dann habt ihr da schon mal ziemlich gute Karten. Und die Bauschbombe GX mit einmal farblos plus diese Attacke, das aktive Pokémon deines Gegners, schläft jetzt, wenn an dieses Pokémon mindestens 4 extra Energien angelegt sind, zusätzlich zu den Kosten dieser Attacke. Für diese Attacke eine Pokémon auf der Bank deines Gegners 200 Schadenspunkte zu, wenn die Schwächenresistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Richtig nice. Ich mag ja Mega Schlappohr echt gerne. Richtig cooles Pokémon gewesen. Ja, gewesen. Ich sag's nicht umsonst so. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, und jetzt unser Glückspack. Pokémon Sonne und Mond, Weltenwandel. Das letzte Pack aus diesem Display. So. Wir starten mit... Hallo? Mit Maho und Tracy. Aquana. Teamruf. Gladiantri. Togedemaru. Knackleon. Flabébé, Tangela, einem Reverse Trassler. Und die letzte Karte in diesem Display ist ein Alola Sandarmer als normale Rare. Leider keine GX, aber trotzdem ein cooles Pokémon nochmal zum Schluss gezogen, denn Alola Sandarmer ist echt nice, so vom Style her. Und ich würde trotzdem sagen, wir haben eine ziemlich gute Ausbeute mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon GX und 4 Pokémon Trainer und ihren Pokémon. Also finde ich doch schon eine ziemlich gute Ausbeute, kann man auf jeden Fall so lassen. Und ich würde sagen, wenn ihr Kritik, Anregungen etc. pp. Habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wenn ihr euch die Displays geholt habt, dann schreibt einfach mal auch rein, was ihr gezogen habt. Schön, das würde mich mal interessieren. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder mit der Top Trainer Box und dann ist erstmal kurz Pause, weil dann ist hier Schwert und Schild Release im vollen Gang. Ich habe es schon zum Anfang gesagt. Und ansonsten, ja, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.